Moin Moin, Ihr Modellbahner. Mich erreichten aufgrund des kleinen Vorschaufilms gestern Anfragen zu den Bauteilen für die Baureihe 35 von Tillich. Und um die Sache kurz und schmerzlos zu machen, damit ich nicht so viel schreiben muss, weil ich eigentlich zum Schreiben zu faul bin oder keine Zeit habe, zeige ich euch jetzt nochmal anhand dieser Lokomotive, was in dem Bausatz oder die Teile, die ich habe und was jeder dann sich selbst versorgen müsste und oder selbst bauen müsste. Ich kann dazu auch was sagen. Und zwar, also zuallererst mal zeige ich euch die Teile, die ich jetzt noch da habe. Also das sind dieses Einströmrohr, das viereckige. Das ist nicht bei allen Lokomotiven im Original gewesen, aber bei verschiedenen. Da muss man gucken, welche Nummer man dann baut. Es ist ja auch mit diesen Rohren hier oben. Bei manchen sind die Rohre hier verlegt worden, gerade. Da muss man gucken dann. Hängt auch mit der Baulok-Nummer zusammen. So, also, die Teile habe ich. Das geätzte Dach habe ich im Angebot. Den Dacheinsatz. Dann dieses hier, diese Stütze, ja, die kann ich euch mal zeigen. Die kommt also so hier daher und die muss man dann zusammenkleben und anbringen. Also das ist auch kein abgekupfertes von hier von Grottendorf oder sonst woher. Das stammt aus meiner Ätzplatine für die Baureihe 3510 noch oder Baureihe 5040, die ich mal angefangen hatte, wo ich die andere Lok, die im Hintergrund zu sehen ist, gebaut habe. Wo, da habe ich hier den Uhrkessel. Ja, also den kann ich auch noch reproduzieren. Der ist so gestaltet, dass im Prinzip das Gehäuse von Tillich drauf passt, die Windleitbleche, die Rauchkammertür und der Mischvorwärmer hier oben. So, und der ist auch kürzer wie der Tillich-Kessel, der ist anders. Gut, das kurz bloß dazu. Dazu können wir später nochmal eine Ausführung machen. Also, wir fassen noch, ach so, die Luftbehälter hier unten, die sind dazu. Diese ganzen Rohre hier, das ist eigentlich bloß Klingeldraht. Den habe ich eingespannt hier in die Bohrmaschine oder in Broxon oder wie immer, dann sitzt. Und auf der anderen Seite in den Schraubstock, dass er steif wird, dann kann man die wunderbar verlegen. 0,5er Draht ist das. Und diese Flanschgeschichten hier, das stammt noch aus meinen Platinen von meinen Öl-50ern. Und also die kann ich mit dazugeben, da habe ich genug da. Das ist so ein Dreiteil, das muss man dann so zusammenfalten und dann passt das. Diese beiden Ventile hier, das sind Weinert-Ventile, die kann man aber anders machen. Ich habe die früher alle anders gemacht, einfach bloß ein Stückchen Schlauch hier, also hier Isolierschlauch drauf gesteckt und dann einfach diesen, damit es ein bisschen erhaben wird und den Draht einfach dann bloß dran geklebt. Also das geht auch, das kann man auch so machen, weil ich nicht weiß, ob es die Dinger noch gibt. Und die Handräder und die Lichtmaschine ist von Grottendorf, von der Modell also Grottendorfer Modellbahn von MMC. So, alles andere. Und der Nachläufer hier unten, da habe ich den Originalen zerschnitten und habe den gekürzt, sodass er eben im Prinzip dem Vorbild entspricht. Ja. Also wer diese Teile haben will, ich habe das Zeug da. Das müsste ich dann bloß zusammenpacken in ein paar Beutelchen. Und ja, dann könnt ihr das gerne haben. Wie gesagt, die Luftbehälter, das ist. Da habe ich damals mal von der 50er, glaube ich, den Luftbehälter, weil der Tillich den angebracht hat, direkt am Umlauf. Das hat mir alles nicht so richtig gefallen. Das habe ich alles dann auf den Rahmen versetzt und so, dass die Lok eben im Prinzip vernünftig aussieht. Und ich denke, so macht sie so gar nicht mal so einen schlechten. Ich habe sie noch nicht lackiert, weil ich keine Lust mehr hatte, an der Lok zu arbeiten im Moment, weil ich andere Sorgen hatte. Aber jetzt, nachdem ich euch das so gezeigt habe, so, da reift in mir der Entschluss, das mal noch zu Ende zu bringen. Ich habe ja noch ein paar angefangene von den Dingern. Ja, also die Teile hätte ich da, die könnt ihr, wer Interesse hat, bekommen. Das ist
da, das Zeug. Das hat, das, die Formen sind auch da. Falls irgendwas fällt, kann ich das nachgießen. Das sollte nicht das Thema jetzt sein. Also das würde ich machen. So, ja, das ganz kurz nochmal zur Erklärung der Baureihe 3510. So, und die andere Lok, die habt ihr ja schon gesehen gestern. Das ist ein, da war nur das Fahrwerk einzeln, habe ich nur das Fahrwerk selber gehabt, also vom Tillich. Und dann eben auf dem Kessel, wie ich ihn euch gerade gezeigt habe, aufgebaut. Und der Umlauf, das ist alles Eigenkonstruktion gewesen. Das alles ist alles anders wie bei der Tillich-Lok. Die, ich kann sie ja euch mal nebeneinander stellen. Das wäre vielleicht mal eine gute Idee. Da müsste ich mal hier. Ich weiß, ich soll die Loks nicht schieben. Ich hebe den Tender deswegen an. Das ist ja auch richtig so. Ich schiebe das mal hier vor. Also ich per Luftpost. Ich wollte ja eigentlich auch noch damit fahren. Aber so, also das ist meine. Jetzt nehme ich mal die Lok runter, so, per Hand und stelle die mal daneben. So, jetzt nehme ich euch mit der Kamera noch mal kurz mit und zeige euch die beiden Loks noch mal im Vergleich. Also, jetzt steht das blöde Signal hier. Dann nehmen wir das mal weg. So. Also, die erste Lok ist die Tillich-Lok, die noch, wie gesagt, nicht ganz fertig ist. Da fehlt auch noch die freistehende Lampe vorne und so weiter. Fahren wir mal rundum. Und das hier hinten, die hintere Lokomotive, das ist meine selbst mal gebaute. Der Kessel ist also man, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, der Kessel ist anders. Der ist auch kürzer, weil im Original der Kessel auch kürzer ist. Der ist, glaube ich, 3 mm kürzer wie der gegenüber der Tillich-Lok, weil der gleiche Kessel auf der 5040 ist und dort passt das ja beim Tillich eigentlich überhaupt nicht. Da ist ja viel zu lang dort drauf. Mal sehen, vielleicht mache ich da auch mal irgendwas noch. Ich habe ja das Uhrmodell erstmal noch da und da kann ich mich mal austoben, mal sehen. Aber ich habe erstmal noch ein paar alte Altlasten, die ich auch noch abarbeiten möchte. Und ja, also ihr seht hier vielleicht im Detail nochmal, dass das ja, also so die Teile, die ich euch gezeigt habe, die könnt ihr gerne haben. Also da, das kann ich zusammensuchen. Da meldet ihr euch einfach bei mir. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Ich muss jetzt noch was anderes erledigen. Man sieht sich und bis bald. So, noch ein kleiner Nachtrag zu der 35er. Ich habe dafür sogar mal eine Umbauanleitung geschrieben. Das ist schon ein paar Jahre her, hier. Ich weiß gar nicht, ob die steht, glaube ich, gar nicht, steht auf meiner Internetseite. Müsst ihr mal gucken. Ansonsten werden wir die mal noch einstellen. Das ist, da ist das, man muss an dem Umlauf hier vom Tillich ein bisschen rumfräsen, damit man das dort bauen kann. Und dann wird das hier alles so montiert. So habe ich das damals mal. Wann habe ich denn das gemacht? Das ist schon. Tja, das ist bestimmt schon 6 Jahre her. Ich bin das Haus gezogen. Hier steht noch drauf: Pestalozzi-Straße. Und ich wohne jetzt seit 2015 schon hier in dem Haus. Also davor habe ich das mal gemacht. Und
Müsst ihr mal gucken, das kann auch im TT-Board stehen, glaube ich. Die Bauanleitung. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt nochmal die auf meine Internetseite stellen. Und falls ihr da Interesse habt, da könnt ihr dort die runterladen als PDF. Das werde ich heute gleich mal noch anschieben, dass das morgen als Bauanleitung mit drin steht. Gut, das war noch ein kleiner Nachteil. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, ich dachte, Mensch, du hast doch mal eine Bauanleitung gehabt dafür. Und ich habe sie gefunden. Das ist ein Druckexemplar, das kann ich dann auch jedem beilegen. Da steht das auch alles genau drauf. Ein paar Leute haben die Lok auch schon so umgebaut. Das weiß ich, das habe ich gelesen im TT-Board. Gut, das dazu. Man sieht sich und bis bald.